Wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt keine Erfolge. Gott, es ist hellblau, Comic Sans, es ist jetzt schon großartig. Und mir kommt jetzt schon ein bisschen Galle hoch. Wozu braucht man Schrauben im Weltall? Was ist das Weltall? Sind wir doch unter Wasser? Ich weiß es nicht. Aha. Deshalb kauft also niemand meine leckeren Stroopers. Warum nicht? Vernichtet sie! Vernichtet diese Smarties! Bald wird es keine Smarties zum Spielen mehr geben. Um Gottes Willen. Das war das gruseligste Lachen, was ich je gehört habe. Ich glaube, das werden wir mal irgendwie nochmal rausschneiden. Für spätere Verwendung. Kinder dieser Welt werden unglücklich sein. Stroopers? Nein, das darf nicht passieren. Ich werde das nicht zulassen. Du wirst für alles bezahlen. Ja, herzlich willkommen. Es ist Montag, was soll ich noch irgendwie groß anmoderieren? Wir sind bei Smarties Meltdown. Richtig großer Scheiße. Das sieht man jetzt schon. Man muss nur das Menü sehen mit diesen sich drehenden PNG-Files, die noch nicht mehr richtig gecentert sind anscheinend. Die dann immer nur reingezoomt werden wie bei so einer schlechten PowerPoint-Präsentation. Das ist echt großartig. Hier seht ihr ein Häkchen. Es ist vor grünem Hintergrund. Das Häkchen symbolisiert Positivität. Hier ein Schraubenschlüssel, der symbolisiert die Optionen. Hier seht ihr die Mitwirkenden, die komischerweise durch ein Kreuz gezeichnet werden, weil alle gecancelt werden oder so. Ich weiß nicht, hier ist ein Fragezeichen, falls man Hilfe braucht. Warte mal. Ja, definitiv. Oh Gott. Alles daran wirkt wie einfach so ein richtig schlechtes Flughafenterminal und ich bin echt mal gespannt, wie das Spiel so ist. Smart, smarter, super smart. Ja, ich bin nur smart. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das hier antue. Ganz ehrlich, das ja. Wahrscheinlich einfach wirklich, weil Montag ist. Es gibt keinen anderen Grund. Warum sollte ich sonst ein Spiel mit Smarties über Smarties spielen, die noch nicht mal diese Werbefiguren mit Gesichtern haben, sondern einfach wirklich einen Smartie? Das ist ein Schokodrop. Ja, herzlich willkommen bei... Ich spiele übrigens auf der PS2, nicht auf dem N64 oder auf der Dreamcast. Ich möchte es nur kurz, ne? Ich möchte es nur mal anmerken. Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Jetzt jeder einzelne Smarty kann mir irgendeinen Scheiß erzählen oder was? Erholungspunkt. Jeder einzelne. Was bist du? Bist du böse? Neue Energie. Okay, ich mach mal die Energie da unten voll. Okay, jetzt bleibt. Bist du böse? Ja, ich würde auch von mir weggehen. Ich weiß es nicht. Ja, endlich hat mich jemand gefunden. In den Aufzug, okay. Ich weiß auch noch nicht mal, was hier passiert. Also klar, anscheinend sind die Verkaufszahlen gesunken, weil Smarties sind halt krass und deswegen alle, die jetzt anders sind, wollen alle töten. Aber wenn Verkaufszahlen sinken, hat da auf jeden Fall jemand was dagegen. Und deswegen wird einer von den Smarties in so ein... Du fährst nicht ohne mich. Warte mal. Hier ist noch eine Etage zwischen, da will ich noch rein. Deswegen muss einer von den Smarties sich aufopfern, in den Raumanzug steigen und Party machen. Was ist das? Ist das Simon Says? Hurra! Was ist das? Hä? Hier drüben, Blue! Ich find's unfassbar gruselig, dass... Okay, ich glaube, wir machen die Amy-Fressen mal wieder auf jetzt für das Spiel. Das ist ja unfassbar gruselig, was hier passiert. Warum reden die mit mir?
Kraft des vorherigen Sektors nicht wiederhergestellt. Ist das nur das Hub-Level hier oder was ist das? Sterbe ich hier? Ne, das Glas drum. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich will es auch eigentlich tatsächlich gar nicht wissen, glaube ich. Ich glaube, so viel würde ich mich damit nicht beschäftigen. Ja, ich hab... Oh Gott, die Kamera buggt ein bisschen, das ist nett. Okay, mit Springen bin ich, glaube ich, schneller. So, was geht hier? Kann ich irgendwas... Nimm den Aufzug zu den anderen Stockwerken zu gelangen. Ja, habe ich gemacht. Ich habe jetzt auch die anfänglich erwähnten 10 Smarties gefunden. Was sieht... Da ist es noch einer. Alter, ich... finde das... gruseliger als alle Games im Oktober zusammen, möchte ich nur mal ganz kurz anmerken. So, ich springe mal hier runter. Ist das jetzt offen, weil 10 gefunden oder? Yeah! Nächstes Level. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Hätte alles Smarties aber aufgepasst. Dieser Sektor wird von Strooper bewacht. Lass mich raten, die Kämpfe sind unfassbar interessant und abwechslungsreich. Und eine Rolle. Zeitweilige Verbesserung, super Rolle. Ich will das nicht. Was? Ist das... Hab ich das gerade gesagt? Das Hasta la Vista? Durch diese zeitweise Verbesserung kann ich halt nichts mehr steuern. Das ist zum Kotzen. Also es soll helfen bestimmt, aber es ist echt einfach nur noch Kacke. Okay, krasse Rätsel-Action jetzt am Start, oder was? Widerlich. Nimm mich mit. Okay, die roten kann ich jetzt nicht bewegen, nehme ich an. Oder was sollte ich jetzt... Nee, warte mal. Doch, ich kam nur nicht richtig dran. Ich glaube, das passiert, wenn man für irgendeine Marke unbedingt noch irgendein Shovelware-Game braucht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es zu der Zeit als Vollpreistitel kam. Ich hoffe es inständig nicht. Ich hoffe mal, das kam einfach für einen Zehner instant in die Softwarepyramide oder so ein Quatsch. Noch eine Energiezelle. Nimm mich mit. Oh, hier kann man recyceln. Ja, Kampf den Recyceln-Container. Recycling ist böse. Tierversuche sind völlig in Ordnung. Hurra! Diese Videospiele, die man hier zu sehen bekommt, vermitteln unfassbar gute Werte. Aber, ja, gute Werte, ne? Man kennt's. Was ist hier? Hurra! Irgendwelche Schränke, warum auch immer die kaputt gemacht werden müssen, ich weiß es nicht. Hurra! Hurra! Was für Antigraf-Plattformen? Wird schon nicht so schlimm sein. Achso, ich darf nicht zu lange drauf stehen bleiben, weil sonst gehen die runter. Ich verstehe. Das ist wahnsinnig krass für den Schwierigkeitsgrad auch. Hurra! Ja, ja, ne? Schön. Nach der wunderbaren Action vom letzten Teil. Smarties Meltdown. Es ist. Warum? Warum sind das. Warum wird mir das immer vorgeschlagen, wenn ich nach blöden Videospielen suche? Und dann kommt sowas dabei raus und dann denke ich mir so, oh, das wäre super für das Format. Und dann lege ich es rein, spiele es 5 Minuten und habe instant keinen Bock mehr. Ich muss mich beeilen. Erfinde die Schalter und die Brücke, um den nächsten Portal zu aktivieren. Eigentlich will ich nicht. Oh Gott, was bist du denn jetzt? Kampfsystem auf jeden Fall auch traumhaft. Ich meine, es ist noch nicht mal so ein Game, wo man sagen könnte, ja, es richtet sich ja auch eher an Kinder. Die haben bestimmt richtig Bock daran mit so einem Smarty auf irgendwelche Drops. Oder sind das saure Drops? Die haben bestimmt richtig Bock darauf einzuschlagen, aber irgendwie weiß ich nicht. Die Kinder tun mir auch leid, die sowas dann geschenkt bekommen, weil die Smarties gerne essen. Die haben dann auch 5 Minuten wahrscheinlich Spaß damit und spielen danach dann wieder Crash Bandicoot. Oder irgendein anderes gutes Videospiel. Was sie mit irgendeinem Glücksfall vielleicht irgendwann mal entweder selbst gekauft haben oder dann auch doch glücklicherweise geschenkt bekommen haben von ihren Eltern. Ich weiß noch nicht mal, was mein Ziel ist. Muss ich jetzt hier einfach so viele wie möglich sammeln und dadurch Türen öffnen oder was ist das? Danke, Blue. Danke, Blue. Tätige den Schalter, um den Teil der Brücke zu öffnen. Danke, Blue. Ach, auf Dreieck. Schalter aktiviert. Ne, nicht die Brücke, sondern der Schalter wurde aktiviert. Das ist das, was die Computerstimme sagen würde. Bin mir ziemlich sicher. Das ist aber da so eine generische Kackmusik, die sich irgendwie in mein Hirn einbrennt.
Ich bin immer wieder so zwiegespalten, weißt du, ich überlege mir gerade, ist es vielleicht ratsam, ähnlich wie bei Fight Club zum Beispiel? Danke, Blue. Ist es da vielleicht dann auch so eine Sache, wenn ich mir das jetzt zum Vollpreis gekauft hätte und dann durchspiele, würde es das tatsächlich ausreichen oder ist es wieder so ein 20-Minuten-Spiel? Ich weiß es nicht. Blue. Und ich will es eigentlich auch nicht herausfinden, wie lange dieses Spiel... Da könnt ihr bitte mal die Schnauze halten. Oh nein, er hat mich getroffen. Kannst du dich bitte zum Gegner drehen? Danke. Ich habe Leben verloren. Du brauchst 50 Smarties, um diese Zone zu gelangen. Ich habe irgendwie 70 oder so. Na okay, 64. Ja, und ich habe mich mal umgeguckt, ne? Wir haben hier Release März 2006. Ich habe mich echt umgeguckt, habe rumgeschaut, was kam da so in der Zeit. Es kam Ghost Recon Advanced Warfighter. Es kam Midnight Club 3, die Dub Remix Edition. Kam Driver Parallel Lines, das ist alles okay. Also da sind auch nicht wirklich die Perlen dabei, aber das ist definitiv deutlich besser als das, was hier passiert. Aber die eignen sich halt nicht so wirklich zum Vergleich, weil das sind keine Adventure in dem Sinne, so wie hier oder Jump'n'Run oder so. Deswegen wird es dieses Mal, glaube ich, mit einem release-nahen Vergleich echt schwierig. Gut, außer man nimmt Dexter für die PSP, was absolut ein solides Jump'n'Run war. Du wirst schmelzen, so wie das Spiel heißt. Wir sind hier, Blue. Klasse. Wenn ich das heute ein einziges Mal nachts in meinen Träumen höre, dann schwöre ich, verklage ich die Firmen, die daran beteiligt waren. Wir sind hier, Blue. Ich hasse euch. Ich meine, wo wir sowieso schon über Firmen, die das verbockt haben, reden, Eiskalte Fakten kommen, schnell Durchlauf. Wir haben EM Studios oder M Studios. Ist auch schwierig, ein Smarty Game von einem M und M Studio. die sind mittlerweile eigentlich, also die haben von ihrer Homepage das Spiel zumindest schon mal verbannt, was für die Qualität tatsächlich spricht. Ich glaube, das war einfach nur so ein Schulprojekt, was die gedacht haben, ja komm, wir brauchen die Kohle. Nach mittlerweile aber auch nichts Besseres, sondern einfach nur komischen, generischen Mobile-Müll. Unter anderem zum Wings Club. Währenddessen mal so ein bisschen töten. Und wir haben als Publisher Koch Media und ja, das hatten wir auch schon öfter. Die nehmen halt alles, was sie unter die Finger kriegen können und irgendwie vermarkten können. Und ja, das sind so die glorreichen Halunken, die dafür verantwortlich sind. Ich habe auch so keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Okay, das ist kein Licht, glaube ich. Das ist einfach nur eine Grafik, die so ein... Oh ja, die 1 auch. Ich weiß nicht, ob die damit simulieren wollen, dass das Licht halt einfach flackert, aber wenn, dann haben sie es relativ schlecht hinbekommen. Wertungstechnisch. Ich habe eine Wertung gefunden von einem französischen Magazin. Die haben eine 5 von 20 gegeben, was ich eine absolut wilde Bewertung finde, ehrlich gesagt. Habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Und wir haben das offizielle PlayStation Magazin von der UK und die haben eine 1 von 10 gegeben. Und wenn du als PlayStation-Spiel von einem offiziellen PlayStation-Magazin eine 1 bekommst, dann hast du richtig Scheiße gebaut, mein Freund. So, die küssen ja sogar dem größten Müll die Füße, solange PlayStation oben drüber steht, aber das ist schon eine starke Leistung. Ich will das alles nicht mehr. Ich meine, gut, ne, was will man erwarten? Es ist halt einfach Shovelware. Man hat gesagt, ey, wir brauchen ein Smarties-Spiel. Dann hat sich irgendjemand, der bei irgendeiner Videospielfirma lebt, wollte ich fast sagen, arbeitet, hingesetzt, irgendeine Story um einen Schokodrop herum geschrieben und ja, das kommt dann dabei raus, also es ist, guckt es euch an, wir haben einen Schokodrop, in der Dingens, in der, im Hauptmenü habt ihr schon gesehen, es ist rein vom Interface her, sieht es aus wie eine ganz schlechte PowerPoint-Präsentation oder eben wie irgendein Flughafen-Interface, grafisch an sich sieht es aus wie N64 auf der PS2. Also es ist auch mal wieder einer der Titel, die doch irgendwie ihre Generation so ein bisschen verfehlt haben. Und ja. Man fragt sich dann halt, hätte es das wirklich gebraucht? Nein. Haben wir es trotzdem bekommen? Ja. Warum spiele ich es gerade? Weil dieses Format Kackspieler heißt. Und mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Außer, dass ich fast gestorben wäre, weil ich hier runtergesprungen bin. Das ist natürlich jetzt bitter gewesen.
dann wäre fast dieser wunderbare Playthrough vorbei gewesen. Aber naja, muss ich wohl noch ein bisschen. Ich glaube, ich mache aber auch nicht lange. Es tut mir leid, dass diese Folge ein bisschen kürzer wird. Oh nein, nein, ich will nicht die kurzzeitige Verbesserung. Die kurzzeitige Verbesserung ist Much. Das ist bestimmt für Speedrunner richtig interessant, aber ja, wenn ich nicht hier so rumkugel. Ich meine, es wird eine kurze Folge und ich, wenn ich jetzt schon bei schlechten Nachrichten bin, dann kann ich ja mit einer schlechten Nachricht auch nochmal fortfahren. Denn, schlechte Nachricht für euch übrigens, gute Nachricht relativ für mich. Das Kackspielformat kommt sehr, sehr gut an bei euch. Das freut mich sehr. Ich habe auch Spaß daran. Ne? Ich sag ja immer, ich spiele den Müll ungern und das ist alles nur Kacke, aber irgendwie eicht einen das auch so ein bisschen in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich habe jetzt wirklichen Müll gesehen von Videospielen. Alles, was ich jetzt spiele, wird doch, also man sieht die guten Seiten auch an vielleicht nicht ganz perfekten Spielen und das ist eine wunderbare Erfahrung, die ich jedem eigentlich mal raten dürfte. Oh Gott, die zwei auf einmal aufnehmen ist super. Deswegen rate ich es jedem von euch, kauft euch irgendein richtiges Much-Game. Gerne auch nach Anleitung von dem ganzen Zeug hier und guckt einfach mal rein. Danach sind kleinere Bugs und so gerne vergeben. Aber ja, wie gesagt, kommen wir zu der schlechten Nachricht. Ich mache eine Winterpause mit diesem Format. Das heißt, nächste Folge wird die vorerst letzte Folge, zumindest die letzte Folge in diesem Jahr. Ich werde jetzt auch noch nicht spoilern, was es da gibt. Und dann werden wir erst 2023 wieder weitermachen. Hat den einfachen Grund, ich habe ein anderes Projekt, was im Dezember laufen wird. Das wird dann so gesehen, das erstmal ersetzen. Nur für den Dezember. Und da muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen Schnittarbeit reinstecken und sowas. Und das wird mir halt ansonsten leider ein bisschen viel. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich werde Kackspiele auf jeden Fall ein bisschen was vorbereiten. Ich werde mir die Games besorgen. Werde da ein bisschen vorplanen, werde vielleicht auch ein bisschen vorproduzieren, dass da dann auch nochmal ein bisschen wieder die Schnittqualität ansteigt. Das werden wir dann sehen. Deswegen, also da wird dann so ein bisschen mehr die Vorproduktion im Vordergrund stehen und der Dezember ist dann nicht komplett auf Kackspiele verzichten auf meiner Seite, sondern eher sowas wie erstmal wieder klarkommen. Also wirklich erstmal Material sammeln. So wie zu der schlechten Nachricht, für mich insofern gut, dass ich sagen kann, okay, ich habe vielleicht ein bisschen Freizeit. Ja, aber ich schneide die Dinger ja auch in meiner Freizeit. Ist jetzt nicht so, als würde mir das auch keinen Spaß machen, sonst würde ich es nicht machen. Also von daher, alles soweit tutti. Aber eine Folge gibt's noch und ich überlege echt, ob ich jetzt dann wirklich einfach mal langsam Ende mache. Weil hier passiert einfach nichts mehr. Ich finde einfach schlichtweg keinen Knopf mehr. Und ich kann dieses dreckige Hurra nicht mehr hören. Ich gebe dem Ding einfach nur, weil's irgendwie Shovelware ist und... Nee, scheiß drauf, ich gebe 0 Sterne. 0 Beeren, Entschuldigung. Siehst du, soweit bin ich schon im Urlaubsmodus. Das Ding ist absoluter Müll. Tut's euch nicht an. Wie gesagt, 1 von 10 im offiziellen PlayStation-Magazin. Muss keiner haben. Das war Montag, das war Kackspiele. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Doch. Schnauze.